Ja, herzlich willkommen zurück zu Two Worlds 2. Wir sind immer noch im Pain Dome und haben jetzt den nächsten Kampf vor uns. Ein Werebiest. Okay. Ich habe Gesellschaft. Ist aber auch flink. Ideal wäre es ja, wenn ich den irgendwo in die Enge treiben könnte. Wie ich sowas hasse. Ich bin ja mal gespannt, Hoffentlich lohnt sich's. was da als nächstes kommt. Haut eines Werbis. Schutz gegen Elektrizität 80%. Ja. Also der war jetzt tatsächlich schon nicht ohne. Hast du das gesehen? Ja. Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ein verdammtes Werebiest! Wenn du Besel das nächste Mal siehst, frag ihn, ob ich seine gottverdammten Eier zum Frühstück essen soll. Oder hau ihm am besten gleich eine in die Fresse von mir. Hast du gesehen, was das Ding für Sätze macht? Es wäre beinahe in den Zuschauer reingelandet. Angefangen mit der Spinne könnte man meinen, Besel will uns alle umlegen. Puh, ja, das war ein Kampf. Ein verdammt guter Kampf. Erinnert mich daran, dass ich selbst mal seinem Vieh begegnet bin. Damals in Katalon. Es war schon dunkel und wir hatten uns im Wald verlaufen. Das Vieh hat sich einen nach dem anderen gegriffen. Ich habe bloß die Geräusche gehört. Du bist auf der Zielgerade, Mann. Wenn du die nächsten zwei Runden überlebst, bist du der Pain Dome Champion. Solange Basil keine weiteren Bestien mehr auf Lager hat? Bestien nicht direkt. Nur den aktuellen Champion. Wieso gibt es dann noch eine Runde, wenn er der Beste ist? Darüber mach dir jetzt mal keine Gedanken. Konzentrier dich lieber. Du kämpfst gegen einen sehr mächtigen Magier. Schon ich wieder. Habe gehört, er ist fast so gut wie Master Datan. Und der steht in der aktuellen Rangliste der Gilde ganz oben. Also sieh zu, dass du ihm ein Loch in den Schädel haust, bevor er mit seinem magischen Zeug rumklimpern kann. Oder bete, dass genug von dir übrig bleibt, dass wir hinterher ein Denkmal für dich draus meißeln können. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Völlig klar. Okay, dann schauen wir mal. Champ der Magier. Also für einen Magier kann der ziemlich viel einstecken. Erzmagierstab der Feuermagie. Okay. Ich denke mal, das sind die stärksten oder besten Stäbe. Dieser Schweinepriester von einem Magier hatte ich nicht mal kommen sehen. Nee. Den Göttern sei Dank. Du hast den Champ besiegt.
aber es ist noch nicht ausgestanden. In Pain Dome gelten eigene Gesetze. Also, sieh es einfach als Ehrenrunde an. Ich vermute mal, dass ich jetzt gegen ihn hier kämpfen werde. Bringen wir es hinter uns. Ich habe keine Ahnung, wo Besel dich aufgegabelt hat. Aber es war mir ein Vergnügen, dir bei der Arbeit zuzusehen. Egal, ob du wieder lebendig rauskommst oder nicht. Für mich bist du der Champ. Oder doch nicht? Ach, du Schande. Ja. Der haut aber zu. Na los, was ist denn mit ihm hier? Oha. Ja. 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 Das ist gut. So, Auge eines Zyklopen. 150% des erlittenen Schadens wird auf Angreifer zurückgeworfen. Ja. Sehr schön. Willkommen zurück, Champ. Bist schon ein verdammtes Prachtexemplar von einem Scheißkerl, was? Jetzt nicht mehr. Man hat es dir auf den ersten Blick gar nicht angesehen, was für eine Kampfmaschine in dir steckt. Möglich. Ist ja auch egal jetzt. Ich könnte nicht stolzer sein, wenn ich selbst gewonnen hätte. Wir haben ja auch beide gewonnen. Ja, du hast recht. Aber immerhin springt doch einiges für dich dabei raus. Hier, nimm. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt vorhast. Aber ich wünsche dir viel Glück dabei. Danke, Harun. Danke für alles. Ich habe zu danken, Cem. Also dann, Hals- und Kieferbruch. Ah. Ja, super. Gut, der hat jetzt nichts mehr zu sagen. Kommen wir jetzt hier rein? Nee. Okay. Und hier gibt's auch nichts mehr. Oh, da ist er wieder, die Prophetin, oder?
An der Seite von irgendeinem Fiesling. Ach, das ist nur die Zuschauerloge hier oben. Okay. Die Zukunft der Gilde hängt von meiner Arbeit ab, von den Waffen, die ich herstelle. Du siehst also, ich habe zu tun und du hältst mich von der Arbeit ab. Wenn du genug Klinken putzt, findest du vielleicht einen Fürsprecher. Tja, dann haben wir hier erstmal alles erledigt. Wir importieren aus den fernsten Regionen Antalos nur das Beste. Ah, da bist du ja. Übrigens habe ich mit dem Oberhaupt unserer Gilde über dich gesprochen. Er würde dich gern kennenlernen. Was will er von mir? Für Bruderschaftsmitglieder sind wir natürlich da, das versteht sich. Aber bei Fremden sind wir vorsichtig. Du hast einem Wildfremden geholfen. Deshalb ist er neugierig auf dich. Sprich einfach mit ihm, du wirst es nicht bereuen. Hast du etwas über die seltsame Verwandlung deiner Großmutter herausgefunden? Es ist mir nach wie vor ein Rätsel. Vor ein paar Tagen hat sie mich noch hier besucht. Sprich doch mal mit dem weisen Mahdi. Geht es dir besser? Besser wäre übertrieben. Sagen wir, es geht mir nicht schlechter. Pass auf dich auf. Ich werde mit Mahdi reden. Pass auf dich auf, Bruder. Bruder. Sei mir gegrüßt. Unser gemeinsamer Freund Azar hat in den höchsten Tönen von dir gesprochen. Von seiner Großmutter kann ich nicht dasselbe behaupten. Die Magiergilde hat ihren Körper beschlagnahmt. Jetzt hoffen wir, dass sie uns ein paar Antworten liefern kann. Aber ich habe dich aus einem ganz anderen Grund kommen lassen. Wir sind immer interessiert an guten Kämpfern, zumal wenn sie so selbstlos Fremden zu Hilfe eilen. Deshalb hätte ich ein Angebot für dich. Ich fühle mich geehrt und stehe der Gilde zur Verfügung. Sehr gut. Dann schau dich um und lerne die anderen Mitglieder kennen. Suleiman hat sicherlich etwas für dich zu tun. Wir sprechen uns später. Ich sollte mit dem Schmied reden, ja. Bruder Suleiman? Ah, unser Neuzugang. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich gleich zur Sache komme und dich frage, ob du Interesse an einem kleinen Auftrag hast. Um was geht es? Na, Krieger wie ich haben mit Magie nicht allzu viel am Hut, was nicht immer von Vorteil ist. Deshalb habe ich ein paar Experimente angestellt und versucht, Verita-Partikel in unsere Waffen einzuschmieden. Ein streng geheimes Gildenprojekt. Es wäre gut, wenn du eine Axt testen könntest, die auf diese Weise präpariert wurde. Ich hoffe, dass sie einen gewissen magischen Schutz bietet. Sag mir einfach, wo ich sie herumschwingen soll. Nun, ich würde vorschlagen, du nimmst sie an dich und berichtest mir, wenn du dich ein bisschen damit amüsiert hast. Hat das noch ein wenig Zeit? Aber sicher. Melde dich einfach, wenn du bereit bist. Bewaffne dich mit der Axt Suleimans Hoffnung. Okay. Mal gucken, was er uns da gegeben hat. Da ist er. Ist aber ziemlich schwach. So, haben wir. Also glänzen tut sie ja schön, ne? So, also denke ich mal, müsste ich damit jetzt ein paar... Wir sprechen uns wieder, wenn du unser Oberhaupt kennengelernt hast. Ein paar Gegner niedermetzeln. Jetzt muss die Frage, ob ich jetzt hier überhaupt noch irgendwo... Ich wollte dir nochmal danken. Gegner finden. Deine Hilfe kam wirklich unerwartet. Keine Ursache. Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zum Glück für mich.
Ich will mir gar nicht ausmalen, was sonst geschehen wäre. Hier ist ein kleines Dankeschön für dich. Wo sind die denn her? Es sind die Eheringe meiner Großeltern. Vielleicht kannst du ja etwas mit ihnen anfangen. Vielen Dank, aber das kann ich unmöglich annehmen. Das sind doch Familienerbstücke. Für uns haben diese Ringe nach den jüngsten Ereignissen keine Bedeutung mehr. Bitte nimm sie an. Großmutters Ring, Großvaters Ring. Okay. Da lässt sich leider nur ein Kristall einfassen. Aber ich heb die auf jeden Fall auf. Ja, ich werde mir jetzt einfach mal eine andere Quest aussuchen. Gucken, was wir überhaupt noch aufhaben hier. So, die Bruderschaft. Die Macht des Blutes. Der Gildenschmied hat eine Wunderwaffe mit Verita-Kristallen entwickelt. Ich sollte mich damit ausrüsten und mit dem... Ah, okay, ich muss mit dem weisen Mardi reden. Ja, wenn das so ist... Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Hier, ne? Die Axt scheint bei dir bestens aufgehoben zu sein. Ich habe ein gutes Gefühl, was deine Fähigkeiten angeht. Danke. Ich würde gerne mit dir über Azars Großmutter sprechen. Soviel ich weiß, hat sie ihren Enkel hier in der Gilde besucht, ein paar Tage vor dem schrecklichen Ereignis. Und? Ich bin mir nicht sicher, aber ich fürchte, das war der erste seltsame Vorfall, der sich... außerhalb dieser Mauern ereignet hat. Was willst du damit sagen? Das Gebäude der Gilde ist eines der ältesten Häuser in Hatmandor. Vor unserem Sieg über die Nekromanten gehörte das Gebäude ihnen. Wir dürfen sie nicht unterschätzen und müssen immer auf der Hut sein. Es gab also noch weitere seltsame Geschehnisse? Ja. Sich plötzlich bewegende Gegenstände, zum Leben erweckte Rüstungsteile und Waffen... Es ist beinahe so, als ob das Haus versucht, uns anzugreifen. Solange Azar sich erholt, könnte ich jemanden brauchen, der mir gegen diese unheimlichen Mächte hilft. Wenn sie stärker werden, können wir sie vielleicht nicht mehr aufhalten. Okay. Wie kann ich helfen? Die Axt, die du bekommen hast, soll helfen, magische Angriffe abzuwehren. Nimm sie mit in die Gedenkhalle unterhalb des Gildengebäudes und schau dich dort um. Seit... dem letzten Vorfall war niemand mehr dort unten. Berichte mir dann. Bring die spezielle Axt in der Gedenkhalle zum Einsatz. Ist das jetzt die Tür? Unten im Pain Dome, die sich da geöffnet hat? So, du hast ja immer noch nichts Neues zu sagen. Ja, tatsächlich. Okay. Na dann. Oh mein Gott. Willkommen, du halbe Portion von einem Menschlein. Oder mal eine Frage. Bist du ein Gott? Nicht wirklich. Dann... steht dir der Tod bevor? In diesem Fall würde ich doch lieber mit ja antworten. Was sehen meine Augen? Das ist gut.
Mit jedem Tag werde ich etwas stärker. Wer oder was bist du? Die Auferstehung. Ja. Ja. Diese Waffe. Handgearbeitet, damit wir auf gleicher Augenhöhe sind. Ich werde das Ding nehmen und dir das Fleisch von den Rippen schälen. Die Gedenkhalle scheint vollkommen unbewohnt zu sein, im Moment jedenfalls. So, kann man die hier looten? Nee. Naja, mal schauen, was Mardi dazu zu sagen hat. Hast du die Kreatur gefunden? Sind dort noch mehr von ihnen? Die Waffe funktioniert hervorragend. Aber ich glaube nicht, dass alles ausgestanden ist. Trotzdem ist es ein wichtiger Schritt nach vorne. Sulaiman ist sicher sehr gespannt auf die Wirkung seiner Arbeit. Sprich mit ihm, wenn du dich erholt hast. Und? Wie war sie? Ein echtes Meisterwerk. Aber die Veredelung reicht noch nicht aus, um magische Gegner richtig zu töten. Trotzdem, der Unterschied zu einer normalen Waffe ist erstaunlich. Ach, das bedeutet viel Arbeit für mich. Ich werde die magische Aufrüstung von Anfang an stärker auslegen müssen. Behalte die Axt, sie ist ein Geschenk. Danke sehr. Dann gehe ich mal zurück an die Arbeit. Melde dich einfach bei mir, wenn du noch irgendetwas brauchst. Ja. Ich muss alles daran setzen, dass die Waffe mächtiger wird als meine letzte Arbeit. Gut, mit der Waffe können wir ja nun leider nicht so viel anfangen. Selbst wenn ich die jetzt verbessern, ne, dann bringt das... Aber gut, die hat natürlich beide Schadenswerte auf gleicher Höhe. Habe ich denn jetzt das komische Schwert hier? Stärke plus 25%. Was haben wir da noch mit drauf geklatscht? Ein Schadenskristall, genau. Den würde ich jetzt hier gerne entfernen. Und dann mal gucken, ob ich das bei der Axt irgendwie mit drauf tun kann. Schadenskristall. Machen wir hier mal Feuer. Und dann müsste ich beim Bastardschwert doch auch den dritten Slot freischalten können und dann hier nochmal ein Schadenskristall, oder? Gut, dann nehmen wir hier. Nehmen wir das. Dann habe ich erstmal... Ja, das sieht doch nice aus hier. Gut. Ist jetzt zwar nicht die beste Waffe von Sulaimans Axt, aber... Sulaiman hat bereits mit den Arbeiten an der neuen Waffe begonnen. Ich hoffe nur, dass unser Verita-Verbrauch nicht die Stadtwache auf den Plan ruft.
Ich konnte nicht viel ausrichten. Der Kampf gegen unbekannte Kreaturen birgt immer besondere Gefahren. Gibt es eigentlich schon einen Bericht von der Magiergilde wegen der Großmutter? Bislang haben sie nur herausgefunden, dass Azars Großmutter schon tot war, bevor du ihr den Garaus gemacht hast. Nach Angaben eines Leichenbestatters aus der Savanne, der sich die Innereien mal näher angeschaut hat, war die Dame schon seit über einem Jahr tot. Oh. Was könnte das bedeuten? Entweder, dass sie durch einen mächtigen Nekromanten kontrolliert wurde, oder Schlimmeres. Alles, was ich sicher weiß, ist, dass die Geschehnisse in der Gilde mit dem Besuch von Azars Großmutter in diesem Gebäude in Verbindung stehen müssen. Weiß Azar irgendwas davon? Ob das so eine gute Idee ist? Seine Familie hat in letzter Zeit schon genug durchgemacht. Oder denkst du, dass diese Informationen ihm helfen können? Ich überlege noch, wie man es ihm am besten beibringen kann. Danke. Ehe wir nicht mehr Antworten haben, kommen wir sowieso nicht weiter. Ich bleibe an der Sache dran. Hast du schon mit Azar gesprochen? Nicht einfach, die richtigen Worte zu finden. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Hier gibt es nur hochwertige Ware gegen kleines Geld. Der hat doch vorhin noch hier gesessen. Ich... Da bist du ja. Mein Sohn Azar schickt mich. Er braucht deine Hilfe. Was ist los mit Azar? Am Anfang hat er sich nur schwach gefühlt. Dann ist er zusammengebrochen. Es ist alles wie bei meiner Schwiegermutter. Ich bete zu den Göttern, dass es nicht die gleiche Krankheit ist. Wo ist er jetzt? Zu Hause, in seinem Bett. Das klingt auf jeden Fall nicht gut. So, wollen wir mal auf der Karte gucken, wo sein... Okay, bin ich schon in der Nähe. Sicher bist du hier, weil du einen kühlen Schluck Zwergenbräu vertragen kannst. Nicht direkt. Ich suche einen Auftrag für jemanden mit meinen Fähigkeiten. Vielleicht hast du einen Tipp. Glaubst du an die Vorsehung? Nicht wirklich. Warum? Ich sitze schon seit einer Woche in dieser Kneipe. Und hältst dich an einem frisch gezapften fest. Und warte auf jemanden wie dich. Ist nicht dein Ernst. Aber wenn ich's dir sage, mein Boss wartet auf dich, genauer gesagt. Und wo wäre das? Südlich von Cessna da, in der Nähe der alten... Ach, ich zeig's dir lieber auf deiner Karte. Es ist unterirdisch. Dein Boss lebt unter der Erde? Nicht dauerhaft. Ich meine, es ist nur ein Treffpunkt. Trink auf meine Gesundheit. Ja, das werde ich. Ja, aber erstmal haben wir etwas anderes zu tun. So. Ich vermute mal, er ist nicht mehr menschlich. Im Moment liegt er noch da. Moment mal. Wie ich höre, sind wir jetzt Brüder. Du bist der Gilde beigetreten. Danke. Wie fühlst du dich? Darüber wollte ich eigentlich mit dir reden. Sprich weiter. Bevor ich damals... Na, du weißt schon. Bevor ich gestorben bin, sah ich meine Großmutter über mich gebeugt. Sie hat mich ins Bein gebissen. Ich habe es bisher für einen Traum gehalten. Aber heute Morgen habe ich die Bisswunden gefunden. Die Magiergilde hat herausgefunden, dass sie schon lange tot war, als sie dich besuchte. Ihr Körper wurde von einem mächtigen Magier kontrolliert. Wie auch immer, dieser Nekromant war verantwortlich für ihre Taten und auch für die Erweckung des Monsters in der Gedenkhalle.
Was meine Großmutter befallen hat, macht auch mich zu einer Gefahr. Wir beide wissen, was passieren wird, wenn du mich einfach hier im Bett liegen lässt. Zu Hause, bei meiner Familie. Ich will nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Azar, das kannst du nicht von mir verlangen. Ich bitte dich nur zu tun, was du selbst schon als richtig erkannt hast. Gut, dann vertrau mir. Zuerst müssen wir zum Gebäude der Gilde zurück. Na gut, du hast mir das Leben gerettet. Ich sollte dir besser vertrauen. Ich komme mit dir. Okay. Dann werden wir jetzt nochmal mit Mahdi sprechen. Kommen wir denn hier hin? Oh. Ich mein's ernst. Du sollst abhauen. Ich verarbeite dich zu Rattenfrikassee. Du willst es nicht anders, habe ich recht? Raus hier, sonst... Ja, ich gehe ja schon. Wir wollen ja keinen Ärger haben. So, gut. Dann werde ich wieder zurück zur Kriegergilde und mal mit Mahdi sprechen. Hier bin ich doch jetzt verkehrt, oder? Ja. Es ist halt blöd, dass da oben auch kein Teleporter in der Nähe ist. Pass doch auf! Nicht so zögerlich. Bei mir liegt ihr richtig. Vielleicht sollte ich ja doch mal demnächst ein paar Punkte in Ausdauer investieren, damit ich länger rennen kann. Siehst schrecklich aus. Ist alles in Ordnung? Ich habe mit Azar gesprochen. Er ist davon überzeugt, dass die dunkle Macht, die seine Großmutter kontrolliert hat, nun auch von ihm Besitz ergriffen hat. Das befürchte ich auch schon seit längerem. Ich muss nun eine wirklich schwere Entscheidung treffen. Azar wollte dir das bereits abnehmen. Er hat mich darum gebeten, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und was meinst du dazu? Ich glaube, dass ich ihn retten kann. Tu, was immer du für nötig hältst. Ist er mit dir hierher gekommen? Gerade war er noch da. Ich werde mal nach ihm sehen. Okay. Ich vermute mal, der sitzt hier drin. Ja, da ist er. Bist du in Ordnung? Ich glaube schon. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Du musst nur hier reinkommen und dich entspannen. Was immer deine Großmutter befallen hat, ist auf dich übergegangen. Deine Anwesenheit in diesem Raum sollte genügen, den Dämon aus dir herauszuholen. Hoffentlich hast du recht. Triff deine Vorbereitung. Es ist gut, wieder unter Brüdern zu sein. Wie geht es dir? Ich habe auf dem Weg hierher einen Zahn verloren. Vielleicht hilft er den Magiern dabei herauszufinden, was mit mir passiert. Sie haben doch schon deine Großmutter als Versuchsobjekt. Nimm ihn trotzdem mit. Weißt du, meine Großmutter war nicht gerade für ihr blendend weißes Lächeln bekannt. Ich weiß, was du vorhast und ich wünsche dir viel Glück dabei. Okay. Zahn des langlebigen Azar. Azar sagt, dass du einen Plan hast.
Die Anwesenheit von Azars besessener Großmutter hier in diesen Räumen hat die Kreatur in der Gedenkhalle erweckt. Worauf willst du hinaus? Wenn Azar von der gleichen Art von Krankheit befallen ist wie seine Großmutter, wirst du das hier gut gebrauchen können. Suleiman hat einige Verbesserungen vorgenommen. Richte ihm meinen Dank aus. Er wird sich noch mehr freuen, wenn du Erfolg hast. Bist du bereit? Lass uns anfangen. Bringen wir es zu Ende. Suleimans Meisterstück. Da hätte ich ja. Aber ist das jetzt... Nee, ist auch eine Einhandwaffe. Okay. Gut, dann schmieden wir die mal schnell nochmal hoch hier. Was hat er denn da für ein Schadenskristall drauf? So, dann nehmen wir noch die Kristalle aus dem alten Ding hier raus. Okay, Schadenskristalle derselben Art kann ich da also... zusammen mit draufhauen. Konzentration 1. Willensstärke, Präzision. Nehme ich mal lieber Präzision. Töte den komischen Dämon in der Gedenkkammer. Du wagst dich schon wieder hierher. Hast du jemand anderen erwartet? Du hast mir den Schlüssel gebracht. Er befindet sich oben. Bring ihn zu mir. Ich denke, er fühlt sich ganz wohl dort oben. Dann werde ich mir deinen Körper als Hülle überstreifen und ihn selbst holen. Bringen wir es hinter uns. Viel Glück dabei. Ja, liegen. Tja. So, was hat der denn bei sich? Blutampulle, Skillbuch des Schildmachers, 500 Aura, Kraftwirkung, Geschossträger und Magierstab der Wassermagie. Ja, gut. Den Rest kann man ja hier wieder nicht looten. Schade eigentlich. Azar, was ist passiert? Irgendwas ist aus ihm rausgekommen. Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ist er... Diesmal fürchte ich ja. Mögen seine Heldentaten erinnert und seine Fehler vergessen werden. Er war ein stolzes Mitglied der Bruderschaft und kannte keine Furcht in seinem Herzen. Sein Andenken soll hochgehalten werden, wie man so schön sagt.
Ich habe ja diese komische Blutampulle. Ich habe jetzt gerade die Idee gehabt, dass ich die... Das kann ich gar nicht. Hast du es geschafft? Azar, er hat uns verlassen. Wo ist er hin? Du verstehst mich falsch. Er ist gestorben. Was auch immer du dort unten besiegt hast. Und wenn die Magier recht haben, war er schon lange tot. Aber zumindest findet nun seine Seele Ruhe. Dann hatte ich nur teilweise Erfolg. Wir wissen es zu schätzen. Ruhe dich erst einmal aus. Ich denke, nach diesen verrückten Ereignissen können wir alle ein bisschen Zeit gebrauchen. Tja, das ist natürlich blöd. So, dann schauen wir jetzt hier nochmal beim Schmied vorbei. Ob der irgendwas Interessantes für uns hat. Ich hätte echt gerne eine neue Rüstung, ne? Scharmützelhosen. Klingenstoß, Betäubungsschlag. Könnten wir eigentlich beide kaufen? Die haben wir noch nicht. Da haben wir wieder eine ganze Menge Kohle ausgegeben hier. So, Skillbuch des Wissens können wir verkaufen. Den haben wir ja doppelt. Und dann würde ich an dieser Stelle auch die Folge erstmal beenden. Mal gucken, was wir dann in der nächsten Episode machen. Schade, dass der jetzt hier nur gestorben ist, ne? Ich habe echt gehofft, dass wir den gerettet kriegen. Sagst du jetzt eigentlich was? Ich werde um Azar trauern. Neues? Nee, okay. Gut, ja. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!